Jojojo, da sind wir wieder zum Spiel und ich muss euch was sagen, es ist was passiert. Alles futsch. Ich habe aufgenommen von ungefähr dem, ja, da wo wir aufgehört haben, bis hier und alles weg. Futsch. Also es ist krank. Ich habe den Folder gelöscht. Also es ist dann doch nicht so krank, weil es meine Schuld ist. Aber wir müssen jetzt hier beim ersten Spieltag weitermachen, was mich gar nicht so doll stört, weil ich finde die Vorbereitung immer sehr langweilig als Zuschauer. Das heißt sehr langweilig, wenn es ein richtig, richtig guter LPR ist, dann ist es schon geil, aber ich bin ja nicht so der Profi und deswegen ist es dann aber bestimmt nicht so spaßig zuzuschauen. Wir machen jetzt erstmal das Einzelspiel und schauen dann mal, wie das hier ausgeht. Und wir haben auch gleich die Ronny König ist da viel zu unkonzentriert, sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Nach 3 gespielten Minuten, aus dem System, defensiv ausgerichtet. Ja, sie spielen mit 2 Sechsen, 2 Stürmern dafür, aber auch wir nur mit einem, haben halt einen dahinter gezogen und wir haben auch die erste Chance für uns dieser Saison. Kommt schön auf den Elfmeterpunkt, Memel stürmt heraus und schiebt alles zur Seite, was er sonst doch so an Ball will. Sehr schön, also Memel anscheinend ist, glaube ich, ein sehr, sehr sicherer und jetzt Ronny König, Knöchelprellung ist zwar nichts Schlimmes, aber er muss raus und der ist auch ein starker Spieler bei dem, macht gerne ab und zu mal das eine oder andere Tor. Also, und jetzt auch noch Hochscheid, also Jochbeinbruch, das ist schmerzhaft, das ist sehr schmerzhaft. Und wo spielen die denn? Hochscheid, defensives Mittelfeld und ein Stürmer. Da haben die jetzt Safran gebracht, den 66er mussten sie auswechseln, jetzt müssen sie auch noch den, jetzt haben sie auch noch den, Jan Hochscheid ausgewechselt, haben den Höffler gebracht. Also sie verlieren jetzt an Qualität, wir haben jetzt eine deutlich stärkere, okay, deutlich 24 stärkere Punkte, bessere Mannschaft. Und Hänsel sieht jetzt auch gleich gelb. Also wir sind hier jetzt im Vorteil. Wenn so eine schnelle doppelte Verletzung von zwei wichtigen Spielern kann dann schon mal ein Team aus der Balance werfen. Jetzt müssen wir halt nur Nutze daraus finden. Und das könnten wir mit dieser Chance machen. Das tun wir. 0:1. Erste gute Möglichkeit für uns. Und Daniel Ginczek ist da in der ersten Minute, um das Teil einzunetzen. Sehr schön. Ball bedient Ginczek und der junge Stürmer trifft von der linken Strafungkante den Ball perfekt und lupft ihn über Memel hinweg zum 1:0 in die lange Ecke. 2 Chancen, ein Tor. Das nenne ich 100%ige Chancenauswertung. Ich nicht, das sind eigentlich so 50%. Aber was soll's. Safran macht das Spiel schnell und legt den Ball rechts zu Schröder, der aus vollem Lauf hoch vor das Tor flankt. Schauner lenkt das hier in höchster Not zur Ecke. Okay, müssen wir jetzt mal unsere Ohren gespitzt halten. Geht schon entschlossen. Okay, die Ecke gibt's aber gar nicht. Wir haben leicht mehr Ballbesitz, 52%. Aber der Gegner bleibt hier jetzt immer so mit kleinen Akzenten. Meldet er sich immer wieder zurück, die guten Jungs aus Aue. Hänsel setzt Safran mit einem hohen Ball aus dem Mittelfeld ein, doch der Stürmer verstärkt auch wird abgedrängt. Also, den Abpraller verpasst Finn Bartels nur knapp. Es bleibt hier beim 1:0. Wir wollen hier vor der Halbzeit, das wäre optimal, 0:2 in der Halbzeit zu gehen. Es ist nicht eine Forderung, aber hier können wir es jetzt vielleicht machen, die riesige 1000%ige, und dann packt der gute alte Männel die Glanzparade aus. Gegen wen war es denn? Beichler spielt genau in die Richtung mit in die Gasse auf Daigen. Doch dieser scheitert freistehend an Männel. Gerade noch bekommt der Auertür die Beine zusammen, sonst wäre hier getunnelt worden. Ja, Ginczek, solche Teile musst du dann nochmal einnetzen, weil das wäre wirklich wichtig gewesen, in der 34. dann nochmal ein Tor zu machen, relativ nah vor der Halbzeit. Jetzt wollen wir aber das ja auch in die Halbzeit kriegen. Wir bleiben, sagen wir mal, hinten dicht. Jungs, jetzt wollen wir nicht mehr ein Risiko eingehen und uns dann doch noch das Teil fangen, kurz vor dem Abpfiff. Nachspielzeit von 3 Minuten, sollte jetzt nichts mehr wirklich anbrennen. Nein, erste, zweite, dritte, und dann ist auch der Abpfiff. In Aue führen wir 0:1, starkes Spiel unserer Verteidigung insgesamt. Vorne könnte es besser laufen, Bartel spielt nicht den Hammer. Aber ich lasse das erstmal so, dann sagen wir mal, hier und heute kriegt es jetzt noch den Sieg. So, den können wir mal motivieren. Dich loben wir mal. Die Innenverteidigung muss gelobt werden. Und Finn Bartels müssen wir motivieren. Wir haben noch eins. Okay, dann loben wir den Ginczek. Der Assistent kann die verteilen. So. Lass dich durchkneten. Schön formuliert. Okay, wir lassen aber auch erstmal alle Spieler aufwärmen. Silvester versucht, den Ball vorbeizugehen. Versucht an festhalten. Lieber festhalten, als dass er dann durch ist und es wird dann ein Tor, ne? Versucht im Augentor vorbeizugehen, doch der hält ihn am Trikot fest, gelb. Ja, so ist es halt. Das muss man dann auch mal in Kauf nehmen. So, jetzt haben wir hier nochmal die Chance. Nichts Großes, immerhin mal wieder eine Möglichkeit für Pauli Kringe. Passt beim Konter auf Ginczek, der vom rechten 5-Meter-Eck abzieht, dann aber an Keeper Mel scheitert, der den Ball jedoch erst im Nachfassen unter sich begraben kann. Also doch nicht ganz so ungefährlich. Und jetzt haben wir hier die nächste Chance. Finn Bartels hält einen guten Pass. Markus Horn aber legt sich den Ball zu weit vor. Die Chance ist vertan.
Was sucht denn der da vorne? Und jetzt hat er die Chance für Aue. Augen zu machen. Oh. Pflückte eine Flanke von Schlitte sicher herunter, einen größeren Schaden entstehen kann. Stand bereit, okay. Das ist uns jetzt egal. Ich glaube, wir gehen jetzt aber gleich in die Einstellung rein, bevor wir jetzt diese Chance hier noch gesehen haben. Die ist gut, die ist perfekt. Tor, 2-0. Da ist das Ding. 0-2, meine ich. Daniel Beichel hat die Neuverpflichtung, die Leihoption mit, auf Leihoption, ganz klar. Leihe mit Kaufoption gekommen ist. Brunz zieht von rechts in die Mitte und setzt Beichler, der allerdings knapp im Abseits steht, perfekt in Szene. Beichler im Kurvtor hat Melo und schiebt dann schließlich ins leere Tor ein. Ja, jetzt haben wir auch nicht genug, ich werde es ja gerade schon sagen. 0-3, wieder ist es Skincheck, zweites Tor. Können wir jetzt mal den Daube hinten landen lassen. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie unnötige Karten kriegen und Avevor in die Innenverteidigung bringen. Ah, es hat nicht so gut geklappt. So, Kringel raus und dann Avevor rein und Torhand raus. Ich will jetzt wirklich keine dumme Karte mehr reinkriegen. Das wäre sehr unnötig. So, sehr schön, Ginczek vorne mit einer 1. Da können wir vielleicht noch einen Elbers oder ich glaube sogar einen Buchtmann wäre cool. Ist ja noch ein sehr junger Mann, aber wir haben ja jetzt noch 20 Minuten vor uns. Statistik, wir hatten 5 kleine, 2 gute und eine große Chance. Da muss es nicht unbedingt 3-0 stehen und wir haben jetzt die nächste gute Chance. Glück für Erzgebirge Aue. Bartels fängt von rechts. Martin meine Rettung versucht mit beiden Fäusten, landet vor den Füßen von Ginczek. Der scharf zurückrichtet, 11 Meter vom Pass von dort schießt Beichler jedoch drüber. Weiterhin 0-0. 3-0 natürlich. Oh. Ja, ja, Riesenchance in Aue. Für wen ist es? Es ist für die Jungs aus St. Pauli. Überfallartig stimmen sie jetzt hier nach vorne und haben Überzahl. Können wir was machen? Bartels hat nur noch Martin Männel vor sich. Komm, Junge, mach's rein, das Teil. Heber? Aber Martin Männel erreicht den Ball. Mit den Fingerspitzen hat ihn sicher an. 4-0 wäre vielleicht auch ein bisschen viel gewesen. Okay, dann bringen wir mal den Bartels, spielt jetzt auch rechts, nicht den Hammer. Aber bringen wir mal den Buchtmann rein. Kann da auch jetzt nochmal ein bisschen jetzt hier nutzen. Die letzten 19, 18 Minuten, um hier vielleicht ein bisschen Erfahrung zu sammeln. So. Super, kurz vor der Tribüne. Der hat sogar alle Möglichkeiten maximal durchgewählt, aber der FC St. Pauli macht weiter Druck. Und jetzt haben wir hier die nächste Chance. St. Pauli ist jetzt auf dem Weg nach vorne. Ginczek kann sich im Strafraum durchsetzen, aber Mel hat seinen Schuss aus Spitzenwinkel. Keine Probleme. Und jetzt hat Aue mal die Chance. Mjatke dringt in den 16er ein und geht dann in Zweikampf mit Brooks zu Boden. Referee Thomas Herber winkt ab und lässt weiterspielen. Sehr gut. So, das sieht jetzt alles sehr gechillt aus. Wir haben jetzt hier nochmal die Chance, die gute, die könnte jetzt nochmal sein. Florian Brunz hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steifverlage von Daniel Beichler. Am Strafraum spielt er clever den Rücken auf den freistehenden Buchtmann. Der ist 11 Meter trocken ins verlassene Tor. Oh Gott, der war leer. Da hätte der Buchtmann ja nochmal wirklich was machen können, was abreißen, was reißen können. Ja, 9 Minuten haben wir noch. Einen 3-0 Vorsprung werden wir dann nicht mehr so leicht weggeben. Hense liegt an einem Foul von Aber verletzt am Boden, das sieht nicht gut aus, der muss am Spielfeldrand behandelt werden. Hoffentlich geht's für den weiter. Das wäre ja bitter. Oh ja, wir sind wirklich sehr müde, aber ziehen hier wirklich sehr konsequent wirklich weiter. Brunz zieht sich den Strafraumzeitpräsidenten ab und doch Männel kann den Flaschwurz zur Ex-Ball. Alter, ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. Wir haben ja aber auch Hammernoten, wenn man sich das mal anguckt. Und da kriegen wir, während ich uns lobe, auch gleich das 1-3 rein. Jakub Silvestre, erstes Tor in dieser Saison. Ja. Jakub Silvestre kriegt in eine flache Reingabe von Montino herein und schaufelt den Ball von 5 Meter Punkt an Schauner vorbei ins Tor. Da ist es auch passiert. Schade, ohne Gegentor zu beenden wäre schön. Jetzt wollen sie es aber wissen, die Aue. Auer. Silvestre hat mit einer Möglichkeit, nachdem er Dennis Daubert aussteigen lassen, aber wird durch einen guten Einsatz von Schauner noch am Vollstrecken gehindert. Ja, das wird jetzt nichts mehr bringen. Das sollten wir jetzt eigentlich sicher nach Hause fahren. Ja, mit einer Minute Nachspielzeit läuft da dann nichts mehr oder brennt da nichts mehr an. Und, ja, wir haben das Spiel gewonnen. 1-3. Wir gucken uns mal die anderen Spiele an. Da geht's 0-0 aus. Hertha kann nicht siegen. Kaiserslautern gewinnt 3-1. München verliert gegen Jan Regensburg. Bestimmt auch eine große Überraschung. Eintracht Braunschweig verliert 0-2 gegen Köln und der Rest ist irrelevant. Ja. Super Sieg, sage ich mal. Mendel hält für die teilweise wirklich diesen Sieg hier fest, auch muss man sagen, der Sieg für uns wirklich fest. Avevor und Daube kann es gut machen in einer Innenverteidigung für Torrand, aber Daube nicht wirklich. So, das ist uns egal, wie viele Zuschauer waren denn da von uns. 1700 knapp, okay, gut. Stimmen, dann sagen, was haben wir denn gesagt? Für Daniel Ginczek freut es mich besonders, da er seine hervorragende Leistung mit einem Treffer gekrönt hat. Sehr genau. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Leute in der Aufstellung. Das ist ja krass.
Brun, Skins, Jack Boll, Kringer, Ave War. Okay, nicht schlecht, das ist wirklich geil. Teamleistung ist egal, bester Spieler, Fairplay und so weiter und so fort. Ja, da freue ich mich. Da freue ich mich jetzt wirklich. Transferstatus sieht nichts weiter am Laufen aus. Ah, sehr schön. Wir haben jetzt auch wieder das auf den Trainer gemacht, damit das hier wieder ein bisschen weiter in die Höhe geht. Wir stolzieren jetzt auch auf das Spiel gegen Ingolstadt vor. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen noch keinen Vertrag bei irgendjemandem unterschreiben. Mehr Geld verlangen. Unterbrechen sie eiskalt ab. Naja, dann halt nicht. So. Daniel Ginzcheck erzielt sein erstes Tiger-Tor. Beichler auch. Schatzbericht. Verletzung Mannschaft der Woche. So, mit denen kann man auch gleich mal reden. Sind ja, du trainierst sensationell. Bruns, Alter, 5 Leute. Das ist wirklich nicht schlecht. Fabian Boll. Auch so einer, der ja für die Mannschaft sehr wichtig ist. Ist ja so das Ikon, das heißt Ikon, aber wirklich für mich die Identifikationsperson. So, Kringer, der es bestimmt auch nicht erwartet hat, dass er so plötzlich so viel spielt. Wir machen mal großes Lob. Okay, riskante Ansprache, erfolgreich, neues Sponsorenangebot, da gehen wir auch nochmal schnell rein. Oh, okay, sehr schön, 82.000, wir kriegen von den 46. Wenn wir da 90 rauskriegen, wäre ja schon schön. 94.000, das ist doch perfekt. So, dann haben wir auch hier wieder ordentlich Cash drin, ne? Bleibt bei seinem Verein, neue Partnerin, überzeugt im Training und die bleiben beide bei ihrem Verein. Oh, gut, dann machen wir mal hier Sponsoring. EA Sports gibt 16.000, das ist deutlich über den anderen. Summe erhöhen, Laufzeit senken, Anzahl erhöhen. Da schreiben wir einfach mal. Da hätten wir noch mal ein paar Banden weg. So, die Scouts sollen doch hier automatisch das Blickfeld beobachten. Dann mach du das doch mal, Tunkel. So, das war's von mir. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es weitergeht. Bis dann und tschüss.